Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventsspezial von Phil Filler. Ja, heute möchte ich euch mein weiteres Hobby Postcrossing vorstellen. Zu Postcrossing bin ich gekommen, auch in dem ersten Lockdown 2020. Da war mir langweilig, ich hatte viel Tinte übrig und was macht man mit Tinte? Natürlich schreiben. Hier seht ihr eine kleine Auswahl an Postkarten, die ich vom Postcrossing bekommen habe. Hier zum Beispiel habe ich aus Finnland den größten Fadenmast Europas in Hamina. Wusste ich auch nicht, dass der da in Finnland steht, jetzt weiß ich's. Dann habe ich hier noch eine schöne Karte aus Japan bekommen. Hier habe ich dann eine Karte aus Amsterdam, eine alte, bekommen. Ja, und dann sieht man hier, man kriegt verschiedenste Karten. Ein anderer Postcrosser sammelt auch Karten und halt auch Füllfederhalter. Und hier hat er mir dann halt eine Karte geschickt, wo ein Füllfederhalter drauf abgebildet ist. Das kann man alles in seinem Postcrossing-Profil reinschreiben und die Leute schreiben dann auch was zurück auf der Postkarte. Was Postcrossing ist, möchte ich euch jetzt erstmal zeigen. Die Postcrossing-Gemeinschaft verbindet Menschen in der ganzen Welt. Durch die Plattform bekommt man zufällig einen anderen Postcrosser zugelost. Für jede versendete Karte bekommt man eine weitere Karte von einer anderen Person zugesandt. Das Projekt wurde 2005 gestartet und wird hauptsächlich in Englisch abgewickelt. Erhält man eine Postkarte, kann man diese einscannen und somit auch digital sammeln. Besonders schöne Karten kann man mit einem Favoritenpunkt markieren und findet diese dann immer wieder. Zuerst muss man sich auf der Webseite von Postcrossing mit seiner Postadresse und seiner E-Mail-Adresse registrieren. Jede Postkarte erhält eine eindeutige Nummer, die ID. Diese setzt sich aus dem Absenderland, beispielsweise DE, und Zahlen zusammen. Diese ist eindeutig und dann auch immer zuordnenbar. Kommt eine Postkarte an, registriert der Empfänger die Postkarte auf der Webseite postcrossing.com. Der Absender wird nun freigegeben und kann eine weitere Karte erhalten. Zum Schutz vor Spam darf man anfangs nur 5 Postkarten versenden. Dies ändert sich dann im Laufe der Zeit und man kann noch mehr Postkarten versenden. Die Julia, die wünscht sich eine Postkarte laut ihrem Profil, wo man ein bisschen was von der Stadt sieht. Hier habe ich auf dieser Karte die älteste Brücke in Deutschland und die werde ich ihr jetzt schicken. Ich habe mir hier für Postcrossing einen Stempel im Grafikprogramm gebastelt und habe mir den dann anfertigen lassen. Und diesen Stempel benutze ich jetzt auch auf jeder Postkarte. Ja, da kann man verschiedene Sachen eintragen. Jetzt stempel ich erstmal. Dies ist der Stempel, den ich mir gebastelt habe. Hier vorne, weil es aus Deutschland kommt, habe ich das Brandenburger Tor. Dann DE als Länderkennung. Dann kommt hier die ID rein der Postkarte. Das Datum. Dann kann ich hier bei dem Thermometer eintragen, wie kalt es draußen ist und wie warm. Dann hier mit den Wolken, wie das Wetter draußen ist. Und bei der Raute trage ich ein, welche Postkarte das für mich ist, also 37, 38 und so weiter. Um das Stempelfeld zu beschriften, benutze ich hier ein Caveco Perkeo mit einer F-Feder. Da habe ich schon mal eine Review veröffentlicht. Und als Tinte nutze ich die Rohrer und Klingner Sketch Ink Marlene. Das ist eine azurblaue Tinte. Wenn diese getrocknet ist, ist diese wasserfest und kann auch nicht mehr verschmiert werden. Letztendlich die Karte beschriften tue ich dann hier mit einem Jinhao 992, auch mit einer F-Feder. Und als Farbe, also als Tinte, habe ich hier die Monteverdi Documental Black drinne. Ich muss sagen, von dem Füller bin ich komplett überrascht. Also die Feder schreibt hier sowas von butterweich. Das ist fantastisch und der Füllfederhalter ist hier auch so abgedichtet, dass die Monteverdi Documental Black Tinte auch nicht eintrocknet. Also wenn ich immer mal wieder eine Karte beschrifte, hier bleibt die
Tinte auch richtig schön nass in der Feder drinne und es trocknet nichts ein. Also ich bin echt überrascht hier von diesem Füllfederhalter. Kann ich nur empfehlen. Also die Feder ist butterweich. Er liegt gut in der Hand. Also es ist ein richtig toller und sogar günstiger Füller. Also es war eine Überraschung für mich, diesen Füllfederhalter hier zu kaufen. Wie gut der doch ist. Hätte ich nicht erwartet. So, legen wir los. Für eine Postkarte ins Ausland braucht ihr erstmal hier eine 95 Cent Marke und hier damit schneller geht so ein Priority Aufkleber. Den Aufkleber gibt es umsonst bei der Post und dann könnt ihr auch gleich hier die passende Marke dazu holen. Wie ihr die Postkarte beschriften müsst, seht ihr dann bei Postcrossing. Da ist dann das Format drinne, wie es dann auch im Zielland aussieht, wie das Ganze beschriftet werden muss. Also ihr könnt das dort auf der Postcrossing-Seite einfach ausdrucken oder abschreiben. Könnt ihr beides machen, funktioniert super. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video für mein neues Hobby, was ich seit dem ersten Lockdown 2020 mache, begeistern. Es ist ein schönes Hobby, es ist nicht anstrengend, man kann es zu Hause machen, denn jetzt im Lockdown light kann man eh nicht mehr so viel machen und da finde ich Postcrossing ist ganz toll, also ist eine schöne Alternative. Man hat als Füller und Tintenbegeisterter eh ganz viel Tinte da, die man leer kriegen muss, um sich neue Tinte kaufen zu können. Beziehungsweise man hat neue Füller, die man ausprobieren möchte und das kann man auch ganz einfach mit Postcrossing machen. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich eine neue Postkarte im Briefkasten habe und ich die tollen Texte der anderen Postcrosser lese. Ich wünsche euch einen tollen dritten Advent und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Review wiedersehen. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute, ciao!